weshalb ich dann auch, keine Ahnung, ich hasse es, Leute zu enttäuschen. Und es werden Leute enttäuscht sein. Da bin ich mir sicher. Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Bitfuss auf dem Gommelmann. Auf dem Gommelmann. Oh Mann, ich sollte nochmal reden. Oh, ich habe solche Kopfschmerzen gerade. Dieses Vorproduzieren, Stress, oh, das ist nicht schön, aber ich schiebe mir das immer bis zum Schluss auf und dann hast du Hetzerei, Panik und ich muss alle Videos dann noch schneiden und hochladen und ach Gott, ich krieg jetzt schon wieder Pusteln, Alter. Nein, aber ich mache mir selber echt viel Stress damit und oh, ihr wisst nicht, wie das ist. Man will ja immer, ich möchte halt täglich meine Folgen bringen, das ist halt das. Aktuell, ich möchte ja irgendwann mal wieder nicht Minecraft-Projekte bringen. Ich weiß nur nicht, was. Ich bin so unentschlossen und neue Spiele gibt's noch keine so geilen. Eins, worauf ich mich hinhype, ist auf jeden Fall Battlefront. Darauf freue ich mich schon mega. Wow. 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 Jetzt muss ich auch noch niesen. Alter, ich musste gerade voll niesen. Ah. Fuck, meine Nase. Oh man. Ja, ich hype schon auf Star Wars Battlefront auf jeden Fall hin, weil Star Wars einfach super ist. Ich freue mich schon auch tierisch auch auf den Kinofilm. Und versuche gerade mir hier Sachen zu kaufen. Ich muss irgendwie versuchen. Ja, scheiße, er hat jetzt Gold gesaved. Das ist natürlich richtig blöd. Shit, Alter. Das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Auf jeden Fall, wenn ihr die Folge seht, ist ja Sonntag. Ah, da bin ich schon wieder daheim. Come on, bitte, ja. Wow, wenn ihr die Folge seht, ist Sonntag, da bin ich schon wieder zu Hause auf jeden Fall am Start. Werde da auf jeden Fall heute die Folge aufnehmen für heute Nachmittag. Und, also die zweite Folge, die heute noch kommt, hoffe ich. Da werde ich ein bisschen auf jeden Fall, denke ich mal, erzählen zu den Video Days. Und wo ich jetzt war und wie das war. Ich bin ja auch beim YouTube Space Dings gedöns da zur Party eingeladen. Das ist ja auch während den Video Days. Da will ich ein bisschen was erzählen. Ich freue mich schon sehr, meine Community oder die Leute, die mich gerne sehen, eventuell dazu sehen. Ich hoffe, ich sehe die Leute. Wenn nicht, dann bin ich traurig. Ich habe einfach TNT gekauft. Och Mann. Weißt du, ich habe mir einfach aus Versehen TNT gekauft. Ich bin echt blöde. Was eine Sache, die mich traurig macht, wo ich ein bisschen Bedenken habe, ist, guck mal, auch einen Bogen. So. Dass ich halt nicht alle Leute, die mich sehen wollen, eventuell sehe oder nicht die Zeit für jeden habe, weil, jeder will ja einmal irgendwie was von einem, da werden ja mehrere Leute sein, die eventuell dich kennen oder sonst was. Da hat man jetzt nicht für jeden halt unbedingt viel Zeit. Und ich will halt nicht, dass irgendwer traurig ist oder so, was weiß ich. Da habe ich halt, das würde ich auch nicht mögen, da irgendwen zu enttäuschen. Würde mich traurig machen. Das Problem an der Sache ist, es gibt ja die Autogrammstunden. Und wenn man da bei so einer Veranstaltung ist, rechnen die halt natürlich organisatorisch. Das heißt, sie sagen dir, okay, du hast für einen Fan, der da vorbeikommt und ein Autogramm will, 10 Sekunden. Ja. Ist halt eine Art einer Massenabfertigung, die halt sein muss bei der Größe, schätze ich mal. Die sagen, okay, du schaffst pro Stunde, bei einer Autogrammstunde schaffst du pro Stunde dann 360 Fans. So.
Abonnenten, was weiß ich, Fans, das ist immer ein komisches Wort. 360 Nupus. Wo ich mir denke, ja, keine Ahnung, ich stelle mir das halt sehr stressig vor. Und die ich denke mir halt eventuell, dass die Leute dann enttäuscht sind, weil die sich natürlich mehr Zeit erhoffen. Die denken wahrscheinlich auch, bei einer Gangtour können sie jetzt eine persönliche Dagi B haben, was weiß ich. Wird auch nicht so sein. Kriegt da vielleicht nicht mal einen Händedruck. Wenn ihr versteht, was ich meine. Manche stellen sich das, glaube ich, zu rosig vor. So eine Veranstaltung. Weshalb ich dann auch, keine Ahnung, ich hasse es, Leute zu enttäuschen. Und es werden Leute enttäuscht sein. Da bin ich mir sicher. Was machst du da? Ist was geraucht? Ich glaube, der Typ mag Glas. Der Babo 2005. Ich hoffe, das war vielleicht ein genickter YouTuber, der eine Challenge machen musste. So wirkte das zumindest. Der Babo 2005. Ah, nee, den Namen gibt's wirklich. Das macht mich traurig, dass man sich so nennt. Macht mich schon irgendwie emotional fertig. Ich glaube, ich habe meinen Stärketrank noch nicht mal genommen. YOLO. Muss ich mich kurz einmal überlegen, was ich jetzt machen will. Ich sag viel M. Wenn ich nachdenke, sehen wir Dabei will ich das gar nicht. Ist in mir drinne. Ganz tief. Ey, er hat einfach das Bett von Orange geholt. Das ist schon Körperfalle. Hä? Wie soll ich das denn in die Luft jagen? Das muss mir auch einer erklären, ne? Wo ist der Typ? Okay, den haben wir. Oh man. Oh man, oh man. Ich weiß jetzt nicht, wie man das in die Luft jagt. Ich bin zu dumm dafür. Ach Leute, ich bin zu dumm für das Spiel. Das war die letzte Folge vorproduziert von mir für euch. Ich hoffe, ich schaffe es, das alles noch zu rendern und hochzuladen. Seht ihr dann, wenn die Folge oben ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Madwurst. Und bis demnächst und tschüss mit uns. Und deswegen tut mir leid, wenn die Folgen dann noch so kurz sind. Aber ich glaube, das verzeiht ihr mir, oder? Oder? Wenn ihr wollt, könnt ihr noch beim Shades und Fidget Video vorbeischauen von gestern Abend. Da könnt ihr noch Headsets gewinnen. Von Razer zum Beispiel. Nur mal so als Information. Und bis dann. Tschüss.